Shalom zusammen. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben, heißt es ja, und da ist auch sehr viel dran. Doch das Leben kann auch sehr schlimme und tragische Geschichten schreiben, je nachdem, welche Erfahrungen man macht. In diesem Video geht es um eine wahre Geschichte, die sich vor mehr als 30 Jahren ereignet hat, aber uns auch heute als eine Warnung dienen sollte. Unsere Reise führt uns in die USA, in den Bundesstaat Oregon, wo sich im November 1988 ein dramatisches Ereignis abspielte. David Green, seine Frau Lynn und ihr gemeinsamer Sohn Nathaniel sind eine glückliche und gläubige Familie, bis ihre Glaubensgeschwister Sharon und Deborah Hortsteed diesem Glück ein Ende bereiteten. In der Dokumentation Beware of Angels, A Deadly Lie Has Many Faces aus dem Jahr 2017 wird Folgendes berichtet. Es ist eine bizarre Geschichte, die unsere Generation als ernüchternde Warnung dienen könnte. Oregon, 5. November 1988. Schwestern wegen Schießerei mit Todesfolge angeklagt. Sharon Hortsteed tötete ihre langjährige Freundin Lynn Green und schoss außerdem auf Lynns Ehemann David und ihren dreijährigen Sohn Nathaniel. Aber warum? Und genau um diese Frage soll es in diesem Video gehen, nämlich die Frage nach dem Motiv für diese grausamen Taten. David und seine Frau Lynn verstarben bei diesem Drama, doch ihr Sohn Nathaniel überlebte, auch wenn ein Großteil seines Körpers gelähmt ist und er in einem Rollstuhl gefangen ist. Wie brutal die Täterin Sharon Hortsteed vorgegangen ist, macht der Tatverlauf sehr deutlich. So wird in der Doku Beware of Angels außerdem berichtet. Sharon und Deborah Hortsteed tauchten im Haus der Familie Green auf, zusammen mit Sharons beiden Kindern Harry und Leo. David und Lynn kümmerten sich am Esszimmertisch um ihre Rechnungen, während der kleine Nathaniel in seinem Kindersitz mit seinen Spielzeugen beschäftigt war. Später bemerkte Lynn, dass jemand etwas an die Wände des Badezimmers gekritzelt hatte und sie forderte die Hortsteeds auf zu gehen. Als Sharon die Pistole aus ihrer Handtasche zog, merkte David, dass seine Freundin aus der Kindheit nicht gekommen war, um Spiele zu spielen. Er öffnete die Glasschiebetür und rannte hinaus, um Hilfe zu holen. Sharon folgte ihm nach draußen und schoss ihm in den Rücken. Danach ging Sharon zurück ins Haus und erschoss Lynn Green. Dann ging sie hinüber zum Esszimmertisch und schoss Nathaniel ins Gesicht. Diese Tat war ein Schock, nicht nur für die Familie Green, sondern für ganz Oregon und die gesamte USA, wo es bis zum 9. Mai 2022 insgesamt 6.696 erfasste Todesopfer durch Schusswaffen gab und das Jahr 2022 hat noch nicht mal die Halbzeit erreicht. Was diese grauenhafte Morde von Sharon und Deborah Hortsteed angeht, so blieb vor allem das Motiv lange Zeit ein Rätsel für die Polizei, doch dieses Rätsel wurde inzwischen gelöst. So berichtete die Doku Beware of Angels Folgendes. Es begann alles mit einem Bibelkreis in Grants Pass in Oregon im Jahre 1983. Diese Gruppe bestand aus 19 Personen. Neben den Beweisen für die Verbrechen enthielten die Kisten Notizbücher und hunderte von Schriftstücken, die die Faszination und Besessenheit der Gruppe mit Engeln belegen. Über einen Zeitraum von 5 Jahren dokumentierte die Gruppe Interaktionen mit 160 Engeln, die ihnen Versprechungen machten und ihr Vertrauen und ihre Liebe gewannen. Ein Nichtwesen, das behauptete, Jesus zu sein, zeigte sich der Gruppe, wodurch die Arbeit der Engel bekräftigt wurde. Dass Christen an Engel glauben, ist nichts Außergewöhnliches, sondern eher normal, aber dass Christen Kontakt mit 160 Engeln haben, die den Menschen nicht nur Ratschläge, sondern auch Befehle erteilen, das ist alles andere als normal. Ein früheres Mitglied dieses 19-köpfigen Bibelkreises sagte in einem Polizeiinterview, dass diese Personen, also Sharon und Deborah Hortsteed, wie ein Kanal waren, durch den die Geister sprachen. So etwas kennen wir heute eher von Seancen oder aus der New Age-Bewegung, wo man ebenfalls Geister und Engel channelt, die einem Botschaften übermitteln, die angeblich von Gott sind. Schauen wir uns mal eine dieser Engelsbotschaften an. Ich zitiere: Ich bin er, ich war der Erste, der Alte der Tage und ich sind eins, aber doch getrennt. Ich habe alle Antworten. Wir Engel haben viel Arbeit zu erledigen. Meine Worte sind die Worte Jesu. Ihr braucht keinen Mentor mehr, da ihr selber hören werdet und glorreiche Dinge seht. Sicherlich kann ich dich in ferne Länder bringen,
erzähle niemanden von deinen großartigen Reisen. Nun, diese Reisen, von denen man nichts berichten sollte, erinnern sehr stark an außerkörperliche Erfahrungen, was ja auch in New Age-Kreisen zum Alltag gehört. Diese Engel haben also alle Antworten, obwohl laut Bibel nur Gott alle Antworten hat, weswegen wir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass diese Engel keine Engel Gottes waren. Dies wird vor allem deutlich, wenn wir uns die Botschaft eines ganz bestimmten Engels anschauen, mit dem Sharon und Deborah Hortz, die telepathisch Kontakt hatten. So wird in der Doku Beware of Angels außerdem berichtet: Ein sehr wichtiges Wesen, das in den Notizbüchern und Aufzeichnungen auftauchte, war ein Engel namens Naked Truth, der letztendlich Sharon und Deborah auf verbotene Wege führen würde. Einige Jahre bevor die Verbrechen begannen, lockte Naked Truth sie in die Falle, indem er versprach, Sharon bei ihrem ersten Auftrag für Gott zu begleiten. Dein Auftrag sowie der deiner Schwester wird bald offenbart werden, sagte er. Als Sharon und Deborah zögerten, sagte der Engel Naked Truth, dass sie ebenfalls zerstört würden, falls sie nicht gehorchten. Täuschung und Angst trieben sie zu einer unvorstellbaren Entscheidung. Nämlich zu der Entscheidung, David, Lynn und Nathaniel Green zu ermorden, was sozusagen im Auftrag des Teufels geschehen sollte, weil Gott kein Gefallen am Tod von Christen hat, wohl aber der Teufel. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 44, Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater, der Teufel, begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Dass sich ein Engel außerdem Naked Truth nennt, also nackte Wahrheit, hätte einem eigentlich zu denken geben sollen, erst recht, wenn man die Botschaften des Engels mit der Bibel vergleicht, wo die Engel die Menschen immer darum gebeten haben, sich nicht zu fürchten, während sich Sharon und Deborah Holstead so gefürchtet haben und unter Druck gesetzt wurden, dass sie sogar bereit waren, Christen brutal zu erschießen. Sharon und Deborah Holstead wurden durch den Kontakt und den Botschaften der Engel nicht etwa erleuchtet, sondern sie wurden dämonisch besessen. In einem Artikel vom 17. Januar 2020 heißt es, In den 1980er Jahren waren die Familien Holstead und Green Mitglieder einer adventistischen Ablegegruppe in Grants Pass, Oregon. Sie glaubten, dass Engel zu einzelnen Mitgliedern ihrer Familie sprachen. Im November 1988 entschied Sharon Holstead, dass die Engel wollten, dass sie Menschen tötete. Sharon glaubte, dass ihr 9-jähriger Sohn Neo von einem Engel angesprochen wurde, dem sagen würde, wenn eine Person tot sei, was bedeutet, dass Dämonen sie besessen hatten. Sie nannten das Wesen, das mit Leo sprach, Naked Truth. The demon of murder does not come in because you have committed murder. It comes in to make you commit murder. You see that? How many times when a murder is committed, does not the person who committed the murder say afterwards, I don't know what made me do it. Something took control of me and made me do it. They're not lying. Nun, eine dämonische Besessenheit schützt natürlich nicht vor Strafe, weswegen man im Fall von Sharon und Deborah Holstead nicht auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte, sondern die beiden Schwestern wurden schuldig gesprochen. So wird über das Urteil Folgendes berichtet. Die Holstead-Schwestern wurden verhaftet. Deborah stimmte zu, eine eidesstaatliche Erklärung zu den Morden abzugeben. Da sie nicht geschossen hatte, erhielt sie eine geringere Anklage und Haftstrafe. Jüngere Holstead zu 20 Jahren verurteilt, aber Sharon Holstead wurde letztendlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Was können wir also heute aus dem Vorfall von Oregon lernen? Nun, viele Menschen suchen heute Kontakt zu dem Übernatürlichen. Sie channeln Geister und bekommen Botschaften von Engeln, die nichts anderes tun, als diese Menschen zu verführen, damit sie eines auf jeden Fall nicht tun, an den wahren Jesus der Bibel zu glauben. Deswegen sollen wir beten, anstatt zu channeln. Wir sollen bitten, anstatt zu meditieren. Und wir sollen den Worten Gottes der Bibel glauben, aber keinen Geistern, die der Bibel widersprechen. So heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1 und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1. Der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Deswegen lasst euch nicht verführen, denn die Geister, die man einst gerufen hat, wird man oftmals nicht mehr los, weswegen wir dafür beten, dass wir niemals loskommen von der Wahrheit, die uns frei macht, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der Sohn Gottes, der König der Könige und Schöpfer aller Engel, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.